Als ich die Woche mal aufgewacht bin, schaue ich ins Facebook und was sehe ich da? Dass es draußen schneit. Ich meine, brauche ich nicht aus dem Fenster rausschauen, deswegen. Außerdem, mein Facebook rennt eh über Windows. Ja, die armen Deutschen, jetzt haben sie auch eine große Koalition. So wie wir. Wobei, so eine große Koalition wie wir haben sie auch wieder nicht. Was nicht nur daran liegt, dass ihre große Koalition wirklich noch groß ist und nicht nur so heißt wie die bei uns. So, und jetzt kann man natürlich als ewig nörgelnder, gelernter Österreicher sagen, na, die haben auch das bessere politische Personal. Aber lassen wir das, die kochen auch nur mit Wasser. Manchmal ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter, aber es ist, wie es ist. Nein, aber es gibt da meiner Meinung nach schon grundlegendere Unterschiede. Der erste Unterschied und möglicherweise der wesentlichste ist folgender. Da koalieren zwei Parteien, mehr oder weniger freiwillig, natürlich auch aufgrund des Mangels vernünftiger anderer Alternativen. Aber doch wesentlich aus freien Stücken, aus freiem Willen. Zwei Parteien, die da schon auch deutlich machen werden jetzt, dass sie gemeinsam eine Regierung bilden und dazu stehen, dass sie gemeinsam eine Regierung sind. Und man kann das auch viel simpler sagen, mag es auch keine Liebesheirat sein zwischen SPD und CDU, sind das doch zwei Parteien, die gemeinsam koalieren, die sich nicht gegenseitig hassen und die eigentlich alles trennt, Politik, Haltung, personaler Habitus, Lebensstil, Milieus, was auch immer. Und let's face it, das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, der wesentlichste Unterschied vielleicht. In Österreich sind zwei Parteien mangels anderer, realistischer oder vernünftiger Alternativen dazu gezwungen, gemeinsam zu koalieren und das schon seit Jahrzehnten, die sich eigentlich hassen, deren Personal in der schönsten Aversion miteinander verbunden ist, also eben nicht verbunden, die beim gemeinsamen Regieren nur darauf warten, dem Koalitionspartner ein Bein stellen zu können und die eben schon seit Jahrzehnten in einer großen Koalition gefangen sind. Wenn ich das recht in Erinnerung habe, seit 1986, wenn man diese sechs düsteren Jahre schwarz-blau mal abzieht, die jetzt noch die Gerichte beschäftigen. 1986, da gab es noch Vierteltelefone und damit ist diese große Koalition natürlich schon etwas, was von den Wählern fast gehasst wird, weil es als eine Regierung erscheint, die nicht abwählbar ist, die aber von Parteien gebildet wird, die, und das wird oft übersehen, ihrerseits an den Wählern verzweifeln, weil sie, diese Wähler, immer wieder für Wahlergebnisse sorgen, die realistischerweise nichts anderes als eine große Koalition zulassen. Und so schlecht dran sind die Deutschen mit ihrer großen Koalition eben nicht. So, und jetzt noch zu dem vielleicht interessantesten Aspekt. Jetzt fragt sich ja jeder aufgeregt, die Kommentare und die Leitartikel sind voll damit, ob die SPD-Basis dem Koalitionsvertrag zustimmen wird. Stimmt so. Und heftig wird in Kommentaren und in Foren darüber gestritten, ob sie zustimmen soll oder nicht zustimmen soll, die SPD-Basis. Dabei geht aber eines ein bisschen unter. Das Unerhörte, das Spektakuläre, das Sensationelle dieses Vorgangs. Nämlich wie sensationell das ist, dass die SPD-Parteimitglieder darüber abstimmen dürfen. Wir trauen uns und unseren Mitgliedern gerade mehr zu als jede andere Partei in Deutschland oder Europa. Das ist doch was, was wir rausstellen müssen, liebe Genossinnen und Genossen. Ich meine, in Österreich wurde das auch gefordert von der Sektion 8 und das haben, glaube ich, rund 100 Parteiunterorganisationen unterstützt, die Forderung nach einer Urabstimmung. Lasst uns dieses Mitgliedervotum zu einem neuen Standard innerparteilicher Demokratie machen. Aber der Apparat mauert, das hat es noch nie so gegeben, das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir weiter so, das kann ja nicht sein und pipapo, Sie kennen das alles. Und jetzt schauen wir aber zur SPD, was immer man von dem Sigmar Gabriel halten mag, der sicher seine ganz starken Seiten hat, aber wahrscheinlich auch seine schwachen Seiten hat, aber mit welcher Kraft er sich für partizipatorische Demokratie in seiner Partei eingesetzt hat, das hat schon was Bemerkenswertes. Er hat das ja durchgesetzt gegen Widerstände und gegen harte Widerstände auch. Er wollte ja auch offene Vorwahlen für die Bestimmung von Spitzenkandidaten durchsetzen. Damit hat er sich nicht durchgesetzt. Aber die Basisabstimmung über den Koalitionsvertrag, die hat er durchgesetzt. Und jetzt kann man natürlich sagen, und das wird ja auch gesagt, das wird ja als Argument auch ins Treffen geführt, dass das schon seine fragwürdigen Seiten hat. Eine Parteiführung beispielsweise muss in so schwierigen, auch taktisch schwierigen Verhandlungen eben auch manövrieren können. Und das ist schon ein Grund, dass man sie autorisiert, diese Verhandlungen zu führen und dann ein Ergebnis abzusegnen und zu unterschreiben. Wobei ja dieses Mitgliedervotum beim Manövrieren ja sogar half, weil die Mitgliedschaft, die saß da so als stumme Drohung mit am Verhandlungstisch dadurch.
als Signal an die Verhandlungspartner, dass da schon was rauskommen muss, für das man überhaupt die Chance erst hat, eine Mehrheit bei einer Mitgliederabstimmung zu bekommen. Und vielleicht noch ein bisschen diskutabler ist Folgendes. Es wird ein komplexer Koalitionsvertrag ausverhandelt und am Ende hat die Basis halt nur die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen. Das heißt, sie muss im Grunde, jedes einzelne Mitglied muss das hochkomplexe Fragen im Kopf abwägen und dann eine sehr unkomplexe Antwort geben. Muss abwägen, überwiegt das Positive, das Negative, ist ein bisschen was besser als gar nichts. Nimmt man auf sich, will man das wirklich auf sich nehmen, dass wenn man Nein sagt, praktisch die gesamte Parteiführung auf den Mond schießt? Oder ist das Negative derart überwiegend, dass man diese Krot einfach nicht schlucken darf? All das muss man abwägen. Und dennoch, obwohl das natürlich eine Fragestellung ist, die sich nur ganz schwer für simple Ja-Nein-Antworten eignet, wird das doch ein Meilenstein für lebendige innerparteiliche Demokratie. Ganz aufregend ist das. Ich bin schon richtig gespannt, was da rauskommt, aber auch, wie sich dieser Prozess entwickeln wird. Also, das hat fast historische Tragweite und fällt im Augenblick gar nicht so richtig auf, weil jeder nur drüber redet, werden es zustimmen, werden es nicht zustimmen, aber niemand darüber redet, wie toll es eigentlich ist, dass es diese Mitgliederentscheidung gibt. Und jetzt zum Letzten, nur weil der Kollege Erik Frey hier geblockt hat, er würde nicht zustimmen, wenn er SPD-Mitglied wäre, sage ich, damit das auch geklärt ist, wäre ich SPD-Mitglied, würde ich zustimmen. Wobei die Gründe, die der Erik Frey hier angeführt hat, natürlich plausibel sind, auch wenn ich nicht von jedem und von einem entscheidenden Argument, seinem entscheidenden Argument wirklich überzeugt bin, dass es notwendigerweise so ist, dass ein kleinerer Koalitionspartner, ein Juniorpartner in einer Koalition immer verlieren muss. Außerdem würde das logisch zu Ende gedacht heißen, dass es nie Koalitionen geben darf, weil einer ist immer der Kleine und das wäre ein bisschen gar unpraktisch. Aber wurscht, das ist Nebensache. In der Hauptsache würde ich sagen, erstens ist es gewiss kein ganz großer Wurf, aber mehr war für die SPD bei diesem Wahlergebnis nicht rauszuholen. Noch dazu von einer Partei, die noch immer nicht so ganz sicher weiß, wofür sie eigentlich steht. Aber ein bisschen ist besser als gar nichts. Ein bisschen Kurswechsel ist besser als gar keiner. Und irgendwer muss ja regieren. Und außerdem und vor allem jetzt Nein sagen heißt einen SPD-Parteivorsitzenden, der viel richtig gemacht hat, der schon ganz in Ordnung ist, der auch das Potenzial dazu hat, in Zukunft noch zu wachsen. Nein sagen heißt den politisch buchstäblich zu köpfen. Und das täte ich nicht, wäre ich SPD-Mitglied.